Ein außergewöhnlicher Garten auf einem Weingut. Der Winzer Franz Graf von Pfeil hat sich einen Traum erfüllt. Die Gärten von Schloss Trautmannsdorf im Meran. Ihr Höhenunterschied beträgt über 100 Meter. Eine tägliche Herausforderung für Chefgärtner Oliver Urland und sein Team. Der Apfelbauer Karl Lugin hat einen Familienbetrieb neu aufgebaut. Er will weg vom Massenanbau und pflanzt als erster Südtiroler die seltene Sorte Weyrouge an. Südtirol. Der einzigartigen Lage an der Sonnenseite der Alpen verdankt die grüne Region ihre Vielfalt. Atemberaubende Bergpanoramen, alpine und mediterrane Gärten, Burgen und Schlösser prägen das Landschaftsbild. Der Vinschgau ist eines der Haupttäler Südtirols. Besonders im Frühling besticht er durch seine reizvollen Kontraste zwischen schneebedeckten Gipfeln und blühenden Bäumen im Tal. Der Obstgarten Südtirols ist Europas größtes zusammenhängendes Apfelanbaugebiet. Hier baut Karl Lugin zusammen mit seiner Familie die unterschiedlichsten Sorten an. Weil er mit dem Massenanbau von Äpfeln zwar gut verdiente, aber unglücklich war, hat Karl seinen Hof verkleinert und auf Bio umgestellt. Ja, dann gehen wir gerne schauen, ob wir etwas finden, oder? Ja. Um so wenig wie möglich spritzen zu müssen, werden bei der sogenannten Klopfprobe die Bäume per Hand nach Schädlingen abgesucht. Also, beim Klopfen sieht man auch nicht. Dabei schauen Karl und sein Sohn Joachim auch, ob es Anzeichen für Frostschäden gibt und sie die Äpfel vor Kälte schützen müssen. Zu dieser Jahreszeit müssen wir besonders aufpassen, dass der Frost keinen Schaden anrichtet. Vor 2 Jahren hatten wir an Ostermontag starken Frost und das war wirklich schlimm. Der Schaden hat zu Einbußen von 40-80% geführt. Wenn man jetzt nichts findet, kann man die Apfelblüte vorbeigehen lassen, ohne Maßnahmen zu ergreifen. Und das ist für uns dann wirklich eine Beruhigung. Karls Frau Gertraud und seine Tochter Nadja kümmern sich um die Verarbeitung der Äpfel und anderen Früchte. Die Familie veredelt ihr ganzes Obst selbst. Zu Trockenfrüchten, Senf, Essig. Alles in Handarbeit mit viel Liebe und Sorgfalt, bis hin zu den Schildern, für die Karls 90-jährige Mutter Josefa zuständig ist. Karls Wunsch nach einem bewussten Leben im Einklang mit der Natur spüren immer mehr Menschen der Gegend. Mit ihnen hat er sich zu einer Gruppe zusammengeschlossen. Ja, ist ganz interessant. Ja, das ist ein ganz interessantes Projekt. Wir wollen wieder hin zu Produkten und einer Lebenseinstellung, in denen man die Ganzheit sieht. Man produziert etwas und man veredelt es bis zum letzten Detail, damit man alles, was man anbaut, auch verarbeitet und man einen Sinn in seinem Tun erkennen kann. Denn dann hat das Leben auch einen Sinn. Und dann bist du als Mensch auch zufrieden. Das ist die Philosophie. Karl fühlt sich eng mit Südtirol und der Tradition seiner Bauern verbunden und will sie in die Zukunft tragen. Er ist voller Ideen, experimentiert und entwickelt mit viel Freude neue Produkte. Seine Essige, Säfte und Senfe verkauft er in einem Bauernladen. Über 50 Südtiroler Kleinbauern haben sich hier zusammengetan, unterstützt von Reinhold Messner, der gleich oberhalb des Ladens wohnt. Reinhold, grüß dich. Hoi. Es freut mich, dass Sie hier auch wieder mal sehen. Geht's gut im Laden? Ja, im Laden geht's gut. Wir sind zufrieden. Ja. Und du musst noch auf? Ja, ich muss auch in Schloss oben, im Gasthaus oben, muss ich Saft liefern. Ja. Dann geh ich mit, dann können wir miteinander mal reden. Reinhold Messner, der selbst einen Bauernhof bewirtschaftet, hatte auch die Idee zu dem Laden. Ich habe gelernt, dass es auf einem Bergbauernhof nur funktionieren kann, wenn der Bauer selber produziert, selber veredelt und selber verkauft. Wenn er das nicht schafft, kann er nicht konkurrieren und geht unter.
Und nachdem ich das verstanden hatte, habe ich öfters schon so mich umgehört, ob irgendjemand bereit wäre, gemeinsam einen Bauernladen zu machen. Denn ein einzelner Bauer kann das nicht. Vom Bauernladen führt ein Weg hoch zu Reinhold Messners Schloss Juval. Darunter liegt sein Bauernhof, zu dem auch ein Gasthaus gehört, das Karl mit seinen Säften beliefert. Hier genießen die beiden Männer ihre eigenen Produkte und denken darüber nach, wie sie noch mehr Mitstreiter für ihr Projekt für mehr Nachhaltigkeit gewinnen können. Auch viele Südtiroler Weinbauern haben umgedacht und von der Massenproduktion auf schonenden Anbau von Qualitätsweinen umgestellt. Mit Erfolg. Obwohl das zweitkleinste Anbaugebiet Italiens, erhalten seine Weine außergewöhnlich viele Preise. Auch das Weingut des Grafen Franz von Pfeil in Scherms wird regelmäßig ausgezeichnet. Trotzdem hat er die Hälfte seines Anbaugebietes geopfert, um einen ungewöhnlichen Garten einzurichten. Mit Skulpturen, die in die Pflanzenwelt eingebettet sind, und grünen Räumen, die an die großen Lebensthemen wie Liebe, Vertrauen, Sinnlichkeit, Irrungen und Gegensätzlichkeiten erinnern wollen. Für die Skulptur Collier des deutschen Künstlers Franz Stähler sucht er noch den richtigen Platz. Wir überlegen jetzt gerade, wie wir das verstellen wollen. Erst die Kette raus. Erst die Ketten raus und dann wollen wir es da oben hinter dem Baum. Den Beregner werden wir halt wegmachen müssen. Und ja, probieren wir es einfach, ach, oder? Vorsichtig, dass wir die Steine nicht treffen. Ja, unten liegen auch welche. Das sind, glaube ich, Ankerketten, ja, vom Schiff. Okay. Ich glaube, wir könnten einfach nur die zwei ein bisschen raufstellen. Macht's schön langsam. Oh, noch. Noch weit. Noch. Okay. Gut. Doch die neue Position gefällt ihm nicht. Er muss noch einmal darüber nachdenken. Obwohl als Winzer sehr erfolgreich, war Franz viele Jahre unglücklich. Bis er vor 8 Jahren beschloss, einen Neuanfang zu wagen und seinen Traum von einem Garten zu verwirklichen. Doch vieles ist noch nicht fertig. Ihm fehlt das Geld. Das wusste er von Anfang an, ließ sich aber dadurch nicht aufhalten. Ich gehe immer Risiko ein. Auch so einen Garten zu machen, ist ja auch ein Risiko, weil es ist ja nicht mit dem Machen alleine getan, weil, sagen wir, man muss es ja auch verkaufen können. Und das Verkaufen ist nicht so leicht. Und auch nicht eine Sache, die mir gut gerade liegt. Das war schon so, als er seine Weine auf Fachmessen anpreisen musste. So kam er auf die Idee, den Garten und den kleinen Weinladen zu gestalten, damit die Menschen zu ihm kommen und er nicht mehr weg muss. Obwohl schon 90 Jahre alt, unterstützt sein Vater ihn dabei. War eine Angelegenheit, die mich zunächst mal geängstigt hat. Kann sich ein Sohn das leisten, jetzt den Ertrag von fast der Hälfte des Hofes aufzugeben und so etwas anzufangen. Aber ich habe mich immer grundsätzlich herausgehalten und er hat recht behalten. Franz hatte auch die Idee, ein Hofgebäude als Restaurant an den jungen kreativen Koch Ottmar Reich zu verpachten. Ich gehe ab und zu auch gern in den Garten, entweder alleine oder mit dem Franz. Und da gibt es sehr viel Ruhe. Hoi Ottmar, grüß dich. Hallo Franz, grüß dich. Ottmar, warst du ja gleich, wenn ich heute mal probieren darf, ein paar Flyer auf den Tisch auszulegen? Ja, sehr gerne, Franz. Gut, danke. Ja, guten Morgen. Schönen guten Wo Morgen, fällt's denn heute? Dürfte ich zwei Flaschen
Helios Weißburg Unternehmen. Leider aber ist der mir heute ausgegangen. Bitte, wir haben noch einige, aber Sie nehmen ja immer die besten weg und die sind bald fertig. Wunderbar. Bitte. Danke vielmals. So. So, Herr von Pfeiner, wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und wir sehen uns später. Ihnen auch gute Geschäfte. Danke vielmals. Wiederschauen. Hallo, dürfte ich Sie einen Moment unterbrechen? Ich habe hier seit 2006 einen Garten und den kennen so wenige und deswegen wollte ich Sie einladen, ob Sie Lust haben, danach mit mir einen Spaziergang dadurch zu machen. Das ist eine gute Idee. Oh, ja. Doch, bei dem Wetter heute, das nehmen wir mit, ja, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, also hier ist schon der Eingang, gell, wo sich die Wege teilen und man sich entschließen kann, welchen Weg will ich gehen. Oh, schau mal die Sicht. Ja. Sehr schön. Ja. Ah, so viele Eindrücke hier. Hier geht dann der Eingang in den Irrgarten. Oh, schön. Komm, schau mal dahin. Der Irrgarten ist so ein Symbol für den Lebensweg. Ja, jetzt öffnet sich's hier, gell? Und dann kann man da noch mal über seinen Lebensweg zurückschauen. Nur eine halbe Stunde von Franz von Pfeils Garten entfernt, am Fuße der 3000 Meter hohen Berge der Texel-Gruppe, liegen die Gärten von Schloss Trautmannsdorf. Berühmt wurde das Schloss, als es sich Kaiserin Sissi 1870 als Winterdomizil für sich und ihre kranke Tochter Marie-Valerie aussuchte und gleich 8 Monate blieb. Die Tochter wurde in kürzester Zeit gesund und das begründete den Ruf Merans als Luftkurort. Den Garten allerdings hat Sissi nie gesehen. Er wurde erst 2001 eröffnet. Dank des milden Meraner Klimas wachsen hier Pflanzen aus aller Welt. Und viele exotische Tiere fühlen sich in den Gärten sehr wohl. Morgens um 6. Verborgen von den Blicken der Besucher erledigen Chefgärtner Oliver Urland und seine Kollegen alle größeren Arbeiten bereits in den frühen Morgenstunden. Die da sind eh noch relativ schön, aber da drüben, die sind ziemlich verwaschen. Dass wir die da einfach ein bisschen ausputzen. Und das, was so ganz braun ist, dass man das so schön wegzupft. Wenn der Garten in 3 Stunden öffnet, soll alles perfekt aussehen. Für mich ist es ein Traumjob. Ich habe mir eigentlich so etwas immer gewünscht. Dieser Garten mit diesen Hügeln und das ist nicht ein Garten, wie man sich so einfach normal vorstellt, sondern es ist wirklich ein besonderer Garten durch die ganze Struktur, durch die Formen. Hier zu arbeiten ist wirklich fast wie Urlaub in einem Garten zu machen. Jedes Jahr setzen die Gärtner in Trautmannsdorf über 200.000 Blumenzwiebeln. Das Beschneiden der Zypressen übernimmt der Chef persönlich. Eine Kunst, für die er lange üben musste. Ja, ich war sehr, sehr vorsichtig. Ich habe mal bei einem Baum in der Gärtnerei drüben zuerst probiert, bevor hier im Garten. Und ja, man musste langsam üben. Die ersten Bäume hatten sicher ein paar Löcher auch drinnen. Das passiert am Anfang. Aber wenn man das richtige Gefühl dann hat, dann funktioniert es dann auch. Der Spaziergang durch die 12 Hektar großen Gartenlandschaften dauert einen ganzen Tag.
Die Bemühungen der Gärtner sind in den letzten Jahren mit zahlreichen Preisen gewürdigt worden. Unter anderem als schönster Garten Italiens, sechstschönster Europas und internationaler Garten des Jahres 2013. Neben Zierpflanzen wird hier auch Wein angebaut. Auf traditionelle Weise an Holzpergolen, an denen man die Reben mit Weiden befestigt. So dreimal? Ja, dreimal. Und noch Aui? Genau, ja. Bis man die Knoten raus hat, braucht es etwas Übung. Ich brauche noch eins. Und noch Aui? Das hat wohl nicht. Das hat nicht. Das ist ein bisschen leichter. Das ist typisch für Südtirol, mit Weiden zu binden. Früher gab es ja keinen Draht und kein Bindzeug, kein Plastik, und da ist das generell verwendet worden. Und vor allem hat man so überhaupt keinen Abfall, weil es abfällt und dann im Boden verwest. Die steilen Hänge in Trautmannsdorf machen das Rasenmähen zu einer echten Herausforderung. Mit Gurten wird die Maschine festgeschnallt, damit sie sich nicht selbstständig macht. Kurz vor neun. Noch ein letztes Stück Rasen und der Garten ist bereit. Ich bin wirklich sehr zufrieden. Wenn der Besucher jetzt um 9 Uhr reinkommt, dann sieht er kaum noch jemanden, der was irgendwelche gröberen Arbeiten macht. Nur mehr die Feinheiten werden gemacht. Der Besucher möchte nur mehr den Garten sehen, die Blüte und die Schönheit. Und eigentlich die Arbeit, was dahinter steckt, sieht er nicht so. Als erster Bauer Südtirols hatte Karl Lugin die Idee, den seltenen Weihrouge-Apfel anzubauen. Eine Neuzüchtung einer fast vergessenen roten Apfelsorte. Die wurde früher an die Schweine verfüttert, weil man sie für zu sauer für den Verkauf hielt. Aber er wollte etwas Neues wagen, auch weil er sich mehr Vielfalt im Apfelanbau wünscht. Das Besondere am Weihrouge-Apfel fängt schon einmal bei der Blüte an. Wenn man sich die Blüte jetzt anschaut, so schön rosa, und nachher das Fruchtfleisch, das rote Fruchtfleisch und die Säure. Ich will etwas anderes machen und das auch anders verarbeiten, damit die Leute auch mal etwas anderes bekommen. Nicht immer nur den Golden im Finchgau. Den Golden in Finchgau. Karls Tochter Nadja nimmt die Aufträge entgegen. Sie hat gerade eine dringende Senfbestellung bekommen. Oh, der Karl von der Tschengelsburg ist gekommen und der braucht dringend einen Senf. Meinst du, kannst helfen? Ja. Weißt, wenn du mir helfen darfst, ein bisschen da und dann gehe ich, euch hilft dir. Ja, okay, dann machen wir es. Einen Apfel anzubauen, der als Schweinefutter galt, war eine mutige Entscheidung von Karl. Aber nicht die erste. Schon zuvor hatte er seine sichere Existenz als Elektriker aufgegeben und einen Kredit aufgenommen, um künftig Äpfel anzubauen. Jetzt verarbeitet er sie zu neuen Senfkreationen und anderen Produkten, die ihm gefallen. Jetzt haben wir noch ein bisschen Äpfelwein dazu. Nicht so viel. Ein bisschen noch. Ich bin nicht glücklich gewesen. Ich habe mich mit dem Beruf als Elektriker einfach nicht wohlgefühlt. Mich hat immer die Landwirtschaft interessiert und ich bin da langsam reingewachsen. Jetzt habe ich Ideen für neue Projekte, um hier in die Gegend mehr Leben zu bringen. Das wäre mein Ziel. Für seinen Freund Karl Perfler probiert er heute ein neues Senfrezept aus.
Zum ersten Mal mit dem Mehl der sauren Weyrouche-Äpfel. Der wartet schon. Ja, wird schon langsam ein bisschen ratlich. In der Tschingelsburg in der Nähe von Karl Lugins Hof hat Karl Perfler ein Restaurant und ein Kulturzentrum eröffnet. Hey, ja, hoi, Karl, grüß dich. Und hast du mir eben super mitgebracht. Ja, hier bietet der Wirt regionale Produkte von den Kleinbauern der Gegend an. Südtirol ist klein. Man kennt sich, man hilft sich. Den müssen wir gerne kosten. Herrlich. Ja, wunderbar. Mein Gott. Neben Senf hat Karl ihm auch einen selbstgemachten Holundersekt mitgebracht. Macht's ja wohl, Karl. Ja, probieren wir. Ja, super, ja, super, ja. Super, super. Und jetzt gehen wir zum Konzert raus, in die alten Felder von der Ottilienkirche. Und da sehen wir schon etwas ganz, ganz Besonderes. Karl Perfler teilt die Vision seines Freundes. Er organisiert Gartenkonzerte, um mit Hilfe der Musik vielen Menschen sein Ideal vom Leben im Einklang mit der Natur nahezubringen. Auch Franz hat diesen Wunsch. Er hofft, dass sein Garten ihm und anderen Menschen hilft, Ruhe und inneren Frieden zu finden. Jetzt definitiv, ja. Jetzt machen wir definitiv. Und dann müssten wir die eigentlich auch eingraben, ja? Die würde ich gerne ein bisschen eingraben. Endlich haben sie den idealen Platz für die Skulptur gefunden. Von dem auch, ja. Also ich stelle mir vor, dass man danach, wenn es eingegraben ist, nicht weiß, ob das versunken ist oder ob das ganze Kunstwerk mal ausgespült wurde. Ein tonnenschweres Kunstwerk einfach noch mal umzusetzen oder das Risiko auf sich zu nehmen, seinen Erfolg als Winzer aufs Spiel zu setzen, um mit einem Garten glücklich zu werden. Solche Herausforderungen machen für Franz das Leben aus. Okay, nein, ja, passt, oder? Das Leben ist Wagnis für mich, sich genau das zu trauen, vor dem man Angst hat. Oder vor dem ich Angst habe. Okay, passt. Franz' Gedankenspiele und sein Freiheitswille prägen die Atmosphäre des Gartens. Hier hat die Meditationslehrerin Edeltraut Kiebacher den idealen Ort für ihre Kurse gefunden. Manchmal lädt Franz sie und die Teilnehmer im Anschluss auf einen Wein am Feuer ein. So, mehr braucht's nicht. Es gibt ein Höllenfeuer. Mir gefällt wirklich alles am Garten. Also am meisten gefällt mir die Veränderung, die ich immer wieder staunend entdecke. Als wenn ich in den Garten gehe, es ist jedes Mal was anderes. Jetzt war ich 3 Tage nicht hier und es ist schon wieder ja, irrsinnig gewachsen und das Grün, das explodiert förmlich und es gibt neue Pflanzen und es entwickelt sich einfach. Die Entwicklung da mit zu erleben, das ist wirklich ein großes Geschenk. Ich war in einer Lebenskrise, das heißt, ich hatte eine körperliche Erkrankung und da ist das einfach so geboren, also der Wunsch und die Sehnsucht nach Stille, aber auch nach innerem Frieden. Und da habe ich dann mit der Meditation begonnen. Innere Ruhe, ein Garten und ein guter Wein. Das ist Franz' Formel für ein glückliches Leben. Weil ich als katholisch erzogener Mensch immer vom Paradies geträumt habe, wollte ich einen Paradiesgarten machen, aber der Anspruch war zu hoch und deswegen habe ich dann mich entschlossen, die 7 Gärten zu machen, die 7 Stufen zum Himmelreich sozusagen. Und der Wein ist natürlich eine kleine Hilfe. Franz, danke. Bitteschön.
Na, vor das Trinken auf die Edeltat, oder? Nein, 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 nein. So. Auf dem Garten. Auf dem Garten. Hey. Wow! Hey, 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 hey. So, da haben wir für euch die Schüttelbrot-Bruschetta mit der Mozzarella Burrata. So. Gewinnt.